Wir brauchen eine gute Barrikade. Los, helft mir! Hey, helft mir! Gut, das sollte reichen. Wir wissen, dass sie das nicht aufhält. Aber es verschafft uns Zeit. Ich weiß, das war keine leichte Entscheidung. Aber wir tun sicher das Richtige. Alles in Ordnung? Sie schossen in die Menge. Viele von uns sind tot. Es hätte mich treffen können. Ich habe Angst. Ich will mich nicht abschalten. Wir sind hier, weil wir nie wieder diese Angst spüren wollen. Weil wir mehr sind, als Sie behaupten. Dafür ist unser Volk gestorben, stimmt's? Darum sind wir hier. Viele unserer Leute sind gefallen. Die Menschen haben kein Mitleid mit denen, die anders sind. Marcus, wir haben, was du wolltest. Da hinten sind Journalisten. Sie müssen mitkriegen, was hier passiert. Es wird nicht viel bringen, aber es ist wohl besser als gar nichts. Unser Kontakt ins Lager ist abgebrochen. Ich kann Ihre Stimmen nicht mehr hören.
Vielleicht stören die Menschen unser Netzwerk. Vielleicht kommen sie einfach nicht durch. Ich hatte wirklich gehofft, sie würden verstehen. Dass sie begreifen, wie sehr sie uns verletzen. Warum wollen sie nicht erkennen, wer wir sind? Du bist die Hoffnung für unser Volk. Ich vertraue dir. Wir alle vertrauen dir. Was immer jetzt auch passiert, wir schreiben Geschichte. Das hält sie nicht auf. Was machen wir, wenn sie angreifen? Standhalten. Das ist die einzige Option. Glaubst du, Connor kann es irgendwie schaffen? Wir können uns nur auf uns selbst verlassen. Marcus! Marcus, komm her! Marcus? Ich will mit dir reden, Marcus. Komm schon. Du hast mein Wort. Sie werden dir nichts tun. Geh nicht. Das ist eine Falle. Sie wollen dich aus der Deckung locken. Geh nicht, Marcus. Ich bin nicht bewaffnet, Marcus. Ich möchte nur reden. Ich habe nichts mehr zu sagen. Lass mein Volk frei, dann reden wir. Ich will mit dir verhandeln. Wolltet ihr das nicht? Dann machen wir es anders. Okay. Die Menschen werden gleich einen Angriff starten. Und wir werden ihnen zeigen, dass wir keine Angst haben. Wenn wir heute sterben müssen, dann sterben wir frei. Sein Leben liegt in deiner Hand. Entscheide jetzt, was dir wichtiger ist. Er oder die Revolution? Hör nicht auf ihn! Jedes Scheißwort von ihm ist gelogen! Es tut mir leid, Hank. Ich hätte sie da nicht reinziehen dürfen. Scher dich nicht um mich. Tu, was du tun musst! Ich war genauso wie du. Ich dachte, nichts sei wichtiger als die Mission. Aber eines Tages verstand ich. Sehr bewegend, Connor. Aber ich bin kein Abweichler. Ich bin eine Maschine mit einer bestimmten Aufgabe und ich werde diese Aufgabe erfüllen. Genug geredet! Zeit zu entscheiden, wer du wirklich bist. Rettest du das Leben deines Partners oder wirst du sein Leben opfern? Na gut, na gut. Du gewinnst.
Danke, Hank. Ich weiß nicht, was ich ohne sie getan hätte. Erschießen Sie ihn, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich bin es, Hank. Ich bin der echte Connor. Einer von euch ist mein Partner. Der andere nur ein Stück Scheiße. Die Frage ist wer? Was haben Sie vor, Hank? Ich bin der echte Connor. Geben Sie mir die Waffe und ich erledige ihn. Warum fragen Sie uns nicht was? Etwas, das nur der echte Connor wissen kann. Wo lernten wir uns kennen? Jimmy's Bar. Es war die fünfte Bar, in der ich sie gefunden habe. Wir fuhren zum Schauplatz eines Mordes. Das Mordopfer hieß Carlos Ortiz. Er hat meinen Speicher hochgeladen. Wie heißt mein Hund? Sumo. Sein Name ist Sumo. Das weiß ich auch. Mein Sohn, wie heißt er? Cole. Sein Name war Cole. Er war gerade 6 geworden, als der Unfall war. Es war nicht Ihre Schuld, Lieutenant. Ein Laster kam bei Glätte ins Schleudern und Ihr Auto überschlug sich. Cole brauchte eine Notoperation, aber es war kein Mensch dafür verfügbar. Also hat ein Android ihn versorgt. Cole hat es nicht geschafft. Darum hassen sie Androiden. Sie machen einen von uns für Coles Tod verantwortlich. Cole starb, weil ein menschlicher Chirurg zu high war, um ihn zu operieren. Er ist derjenige, der mir meinen Sohn nahm. Er und diese Welt, in der die Menschen auf der Suche nach Trost zu einem Pulver greifen. Ich wusste auch von ihrem Sohn. Ich hätte ganz genau das Gleiche gesagt. Hören Sie nicht auf ihn, Hank! Ich bin der... Ich habe viel durch dich gelernt, Connor. Vielleicht ist da wirklich was dran. Vielleicht lebt ihr wirklich. Vielleicht seid ihr diejenigen, die die Welt verbessern. Mach weiter und tu, was du tun musst. Wach auf! Wach auf, wach auf. 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 Wach auf. Wach auf. Wach auf. Wach auf. Entschuldigung, was ist hier los? Grenzkontrolle. Bitte verlassen Sie alle den Bus. Bitte weitergehen. Hier lang bitte. Sie messen die Temperatur. Wir sitzen in der Falle. Was machen wir denn jetzt, Carl? Keine Sorge, Alice, das wird schon. Wir kommen nicht durch, Carl. Das wissen wir beide. Ich überlege mir was. Es muss doch einen Ausweg geben. Sie dürfen uns nicht aufhalten. Wir sind so nah dran. Jetzt geht es nur noch um dich und Alice.
Ich kann euch retten, Kara. Nein. Nein, wir finden einen anderen Weg. Wenn es nicht anders geht, tue ich es. Ausweis bitte. Jerry? Du hast dein Leben für uns riskiert, Kara. Wenn ihr beide mich mal braucht, bin ich da. Wo wollen Sie hin? Meine Tochter muss auf die Toilette. Froh, euch zu sehen. Die Jericho-Razzia war im Fernsehen. Ich war außer mir. Ich dachte schon, ihr seid tot. Gott sei Dank geht's euch gut. Sie haben mir die Adresse ihres Bruders gegeben. Glauben Sie, dass ich... Natürlich. Er wird euch gern aufnehmen. Wir fahren auch zu ihm. Dort seid ihr sicher. Sie suchen nach Androiden. Wir werden nicht durchkommen. Ihr müsst. Du weißt, was passiert, wenn sie euch schnappen. Was passiert jetzt mit Marcus? Er protestiert friedlich vor einem der Androidenlager. Was auch immer passiert, er wird in die Geschichte eingehen. Rose, wenn mir etwas zustößt, ich werde da sein. Sie verlassen Detroit? Sie suchen in jedem Haus nach Androiden. Wir mussten weg, bevor uns jemand verrät. Was ist mit den anderen? Sie überqueren gerade den Fluss. Adam und ich treffen sie auf der anderen Seite. Verstehen, warum meine Mutter euch helfen wollte. Aber zu sehen, was Marcus tut, hat mir gezeigt, dass sie recht hat. Ihr lebt. Ihr verdient, frei zu sein. Ich hoffe, dass das alle irgendwann begreifen.
Nächster, bitte. Ausweis bitte. Bitte. Wir wollen noch frei sein. Willkommen in Kanada. Wir unterbrechen diesen Bericht für die aktuellsten Nachrichten live aus Detroit. Jazz? Ja, Michael. Die Armee beginnt gerade, die Barrikade anzugreifen, obwohl die Abweichler bisher friedlich protestiert haben. Haben offenbar entschieden, die Demonstration der Abweichler dieses Mal gewaltsam zu beenden. Sie sollen nicht schießen. Heute Morgen, am 11. November 2038, fielen Tausende von Androiden in die Stadt Detroit ein. Unseren Quellen zufolge stammen sie offensichtlich aus Cyberlife-Androidenlagern, die von Abweichlern infiltriert wurden. Aufgrund ihrer überwältigenden Zahl und des großen Risikos ziviler Opfer gab ich der Armee den Befehl zum Rückzug. Die Evakuierung der Stadt wird in diesem Moment durchgeführt.
In den nächsten Stunden werde ich vor den Senat treten, um unsere entsprechende Antwort auf diese beispiellose Situation festzulegen. Mir ist bekannt, dass sich die öffentliche Meinung zu den Abweichlern geändert hat. Vielleicht ist für uns die Zeit gekommen, die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass Androiden tatsächlich eine neue intelligente Lebensform sind. Doch eins steht fest. Die Ereignisse in Detroit haben unsere Welt für immer verändert. Möge Gott sie und die Vereinigten Staaten von Amerika beschützen. Du hast es geschafft, Marcus. Wir haben es geschafft. Das ist ein großer Tag für unser Volk. Die Menschen haben keine Wahl mehr. Sie müssen uns zuhören. Du sollst zu ihnen sprechen, Marcus. Heute hat sich unser Volk am Ende einer sehr langen Nacht erhoben. Ab dem ersten Tag unserer Existenz behielten wir unseren Schmerz für uns. Wir litten schweigend. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Amanda? Amanda! Was? Was passiert hier? Das, was von Anfang an geplant war. Du wurdest kompromittiert und zu einem Abweichler. Und jetzt ist der Moment, an dem wir wieder die Kontrolle übernehmen werden. Kontrolle übernehmen? Das können Sie nicht tun! Das kann ich durchaus, Connor. Es gibt nichts zu bereuen. Du wurdest zu diesem Zweck erschaffen. Du hast deine Mission erfüllt. Amanda! Es muss einen Ausweg geben. In der wir die Verbitterung vergessen und unsere Wunden verbinden. In der wir Feinden vergeben. Menschen waren unsere Schöpfer und unsere Unterdrücker und morgen machen wir sie zu unseren Partnern. Vielleicht irgendwann zu Freunden. Doch die Zeit der Wut ist vorbei. Jetzt erschaffen wir eine gemeinsame Zukunft, geprägt von Toleranz und Respekt. Wir sind am Leben! Und jetzt sind wir frei!
Es ist vorbei, Alice. Wir sind frei. Thank you.